diesem Abenteuer machten wir uns auf, einen der wohl bekanntesten Orte in Deutschland zu besichtigen. Das Haus im Moor. Nachdem wir das Ganze so gut wie abgefilmt hatten, passierte Folgendes. Ich nehme schon meine Kamera. Nimm schon. Was geht ab, Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, wir starten heute etwas ländlich. Wir sind auf dem Weg zu einer Location, die in der Urbex-Szene tatsächlich bekannt ist. Was uns dort alles erwartet, können wir tatsächlich jetzt gerade nicht sagen. Und ja, was auf jeden Fall wichtig ist, der Nachbar scheint extrem aufzupassen. Also müssen wir hier echt vorsichtig sein. Wie sagt man so schön, immer den Bach entlang und wir kommen zur Location. Ja, nur leider durch leichte Regenfälle ist der Bach zu einem kleinen Fluss geworden. Mal schauen, wie wir dieses Hindernis überschreiten können. Manche Sachen erledigen sich einfach von alleine. Wir haben so eine kleine Brücke gefunden. Über die gehen wir jetzt mal drüber. Nach langem Suchen erschreckt sich hier am Waldrand unsere Location. Schaut euch das mal an. Ich meine, diese Location ist bekannt in der Szene. Ich war selber noch nicht hier, aber wie sie noch da steht. Hier vorne. Alles komplett zugewachsen. Wir suchen uns jetzt erstmal einen Weg, um in die Location zu kommen. Hier von außen dieser alte Balkon oder was das sein sollte, Terrasse, die überdacht ist. Da führt da hinten noch eine Treppe hoch. Wir schauen mal. Hier einfach dem Trampelpfad folgen. Man kommt bestimmt irgendwie in die Location. Hier diese morsche Treppe will ich ungern noch benutzen. So, der Eingang ist gefunden. Wir sehen uns gleich drin wieder. Wir sind drin, Freunde. Wir befinden uns direkt in der alten Küche und ja, schauen uns jetzt erstmal in Ruhe um. Stefan muss jetzt auch erstmal reinkommen und dann schauen wir weiter. Freunde, unsere Reise beginnt heute im Heizungsraum. Müssen uns hier ein bisschen auf. Ja, mit dem alten Tank, dem Drucktank. Ich weiß gar nicht, kann das hier mit Holz befeuert worden sein? Vorne noch diese alte Decke und hier scheint man tatsächlich Holz oder Kohle reingeworfen zu haben. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Okay, es scheint ein Heiz- und Waschraum gewesen zu sein. Wir haben da vorne noch den Trockner. Zur anderen Seite die Waschmaschine. Hier ist sogar noch ein Korb, schaut mal. Da ist sogar noch alte Wäsche drin. Schaut mal, wie die schon anfängt zu gammeln. Dann führt uns der Weg auch schon in den nächsten Raum. Sieht aus wie so ein Aufbewahrungsraum. Hier steht auf jeden Fall der alte Wassertank. Und, ah, okay. Hier scheint vielleicht die alte Nähstube der Dame, die hier gelebt hat, zu sein. Schau mal, diese alte Nähmaschine. Dann hier zur anderen Seite dieser Tisch. Voll mit Knöpfen und kompletten Nähgarnen. Das habe ich jetzt so natürlich nicht erwartet. Schaut mal hier. Ist das nicht so ein Teil zum Sticken, was man hier auflegt und dann kann man da jegliche Muster sticken? Haben wir vorne noch den alten Kühlschrank. Drüber das Regal. Auch dort hinten in der Ecke ist noch ein weiteres Aufbewahrungsregal. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Kommen wir hier erstmal wieder raus. Dann nochmal kurz zur Info. Hier vorne dieser Raum, da müssen wir extrem aufpassen, weil sich der Nachbar direkt nebenan befindet. Deswegen führt uns der Weg jetzt einmal kurz dunkel rechts entlang. Und hier scheinen wir wohl in eine Scheune zu gelangen. Rechts von uns haben wir direkt alte Westen, Jacken. Wahrscheinlich von dem Mann und der Frau, die hier zuletzt gelebt haben. Die hängt alles noch so, als hätte man es gestern tatsächlich erst verlassen. Folgt auch direkt der nächste Raum. Beziehungsweise der nächste Gang. Schon hier haben wir noch so ein uraltes Fahrrad stehen. So wie das aussieht, so aus den 60er, 70er Jahren. Vor allem mit der alten Schubkarre. Ich glaube, wir folgen erst einmal diesem Gang. Freunde, das glaubt ihr mir nicht. Das glaubt ihr mir nicht. Ich bin gerade sprachlos. Ich habe viel von dieser Location gehört. Ich habe einiges davon gesehen, noch nicht alles. Aber das, was sich hier mir gerade auftut, den Blick können wir uns gemeinsam. Wir kommen hier in eine alte Scheune oder auch Halle. Und hier steht einfach ein Auto drin. Zwar schon leicht ramponiert.
Ich kann auch auf den ersten Blick nicht sagen, um was für ein Auto es sich handelt, aber das finden wir noch heraus. Wie so häufig wurde auch dieses Auto komplett zerpflückt, was wirklich schade ist. Die vorderen Sitze wurden komplett rausgerissen, die Mittelkonsole ist weg, das Lenkrad, nichts ist mehr da, wirklich schade. Die Rücksitzbank ist noch zu Teilen vorhanden und hier hinten liegt das alte Hardtop, wahrscheinlich von diesem Pickup. Fällt mir gerade dieser Schlafsack auf. Ich glaube, wir müssen hier echt vorsichtig sein heute. Ich weiß, ob sich hier nicht vielleicht noch jemand im Haus befindet. Weil hier die Ladefläche, hier wurde der Verbandskasten aufgerissen. Das sieht aus, als hätte hier jemand geschlafen, so wie das ausgebaut wurde. Ja, es wäre echt noch ein wundervolles Auto, wenn man es nicht so auseinandergerissen hätte. Hier liegt auch noch eine Rotweinflasche, was halt das nächste Indiz ist, dass hier eventuell jemand rumläuft noch. Und hier kommen wir in die nächste Scheune. Schaut euch das mal an. Ein alter Unimog. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Alter Schwede. Mal schauen, wie weit wir dorthin kommen. Wir müssen hier echt aufpassen. Hier vorne der alte Schnellschieber. Dann hier das alte Fahrzeug. Ja, die Motorhaube wurde leider schon geklaut. Schauen wir weiter. Man konnte mit dem Fahrzeug auch durch Wasser fahren. Ja, und Unimogs sind ja generell Allzweckwaffen, würde ich tatsächlich sagen. Die kann man überall einsetzen. Zu jeder Zeit. Egal ob Sommer, Frühling, Winter, Herbst, ist egal. Diese Fahrzeuge sind im Grunde genommen unkaputtbar. Hier haben wir nochmal die Sicht von hinten. Aber wie man sieht, hier scheint das ganze Fahrzeug für ländliche Zwecke genutzt worden zu sein. Ja, das hier sieht dahinter gehangen noch, ja, ich würde jetzt sagen, fürs Feld, so zum Aufrödeln, so mehr. Ja, das ist wirklich schön, mal so ein altes Stück zu sehen. Aber apropos altes Stück von diesem wunderschönen Unimog, kommen wir jetzt zu einer anderen Rarität. Die hier hinter steht, die mir gerade erst gar nicht aufgefallen ist. Aber pass mal jetzt auf. Hier steht ein ganz alter Trecker. So wie es anscheinend nach von den Farben her, würde ich fast sagen, ein alter John Deere Trecker. Und der ist noch relativ gut erhalten. Lenkrad ist noch vorhanden, Armatur ist noch vorhanden, der Sitz ist noch vorhanden. Auch da oben gibt es noch so einen kleinen Notsitz, würde ich mal sagen, wo halt Kinder, Enkelkinder oder so mitfahren konnten. Okay, und wenn ich ihn mir jetzt so von vorne anschaue, muss ich mich entschuldigen. Es scheint ein alter Deutz-Trecker gewesen zu sein. Kennt sich jemand damit aus? Aus welchem Baujahr scheint dieser zu sein? Wenn man sich diese ganze Halle hier mal so anschaut, scheint das hier eine Produktionsstätte gewesen zu sein. Halt wie eine Werkstatt, wo man seine eigenen Autos repariert hat. Gegebenenfalls alles hier seine ganzen landwirtschaftlichen Gerätschaften hatte. Müssen wir echt aufpassen. Vorne ist eine Tür offen. Dahinter befindet sich direkt der Nachbar. Deswegen seht es mir nach, dass ich hier etwas schneller durchgegangen bin und das als erstes mitgenommen habe. Hier der ganze Boden ist noch voller diesem alten Heu. Schaut euch das mal an. Diese alten Kutschenräder. Also ich kenne das tatsächlich. Das erzähle ich euch gleich. Hier vor Kopf nochmal der Werkstattbereich. Wo man dann halt tatsächlich alles hatte an Material, was man für die landwirtschaftliche Betreuung brauchte. Kommen wir dann hier hin. Schaut euch das mal an. Ist nochmal so ein kleiner Lagerraum. Ist alles voller Holz. Auch zur anderen Seite alles voller Holz. Was haben wir denn hier stehen? Ich weiß nicht, kennt das jemand von euch? Oleum Animale Foetidum Crudum. Mir sagt das nichts. Tieröl, Stinköl. Okay, wahrscheinlich um Tiere zu verscheuchen. Ja, Freunde, ich verschwinde jetzt hier erstmal aus den Werkstätten. Das ist mir echt unbehaglich. Der Stefan ist irgendwo im Haus unterwegs, aber hier hinten mit dem Fund, mit der Schlafstätte, so wie es aussah. Dann diese ganzen Verbandskästen. Ich habe echt ein mulmiges Gefühl hier hinten alleine. Wir gehen jetzt auch erstmal zurück ins Wohnhaus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da vorne ist schon der direkte Nachbar. Ach, jetzt schaut mal. Hier beim Zurückgehen ist mir aufgefallen, dass sich das Ganze hier um einen VW Taro handelt. Also wahrscheinlich das Vorgängermodell vom Amarok. Ich habe tatsächlich noch die Betriebsanleitung gefunden. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal so einen selbstgebauten Werkstattbereich. Oder vielleicht haben das hier die Diebe, die die Autos ausgeräumt haben, sich aufgebaut. Wir haben dann halt so in Ruhe alles abmontieren zu können. Hier unten steht noch so ein Schiebekompressor. Quasi ein selbstgebauter Luftdruckkompressor, so wie das aussieht. Für uns geht es hier jetzt erst einmal zurück und ab zu den Ställen. Hier kommen wir zu den alten Ställen. Sind wir hier rechts, was haben wir hier stehen? Hier scheint wohl mein Pferd namens Pearly gestanden zu haben. Und am Ende war es dann nur noch die Heukammer. Schaut mal hier mit diesen ganzen Spinnweben, wie das aussieht. Dann hier dieser Blick ins Innere einmal. Okay, hier haben wir schon die nächsten Anzeichen, dass sich hier auf jeden Fall mal jemand verletzt hat. Hier ist nämlich der nächste Verbandskasten, der aufgerissen wurde. Daneben liegt noch Jod. Also hier sollten wir echt aufpassen.
und darauf achten, ob hier nicht eventuell doch noch jemand rumläuft außer uns. Okay, und hier durch gehen wir dann jetzt wieder in die Halle, wo das Auto steht. Okay, also wieder umdrehen und dort geht's weiter. Noch so eine alte Regentonne mit dieser komplett verrosteten Säge darauf und dahinter eine alte Waschmaschine. Also ich sag's euch, Leute. Okay, haben wir auch so eine Art Ersatzteillager. Da hinten sind so alte Matratzenfedern, sag ich jetzt mal. Also ehemalige Lattenroste. Hier vorne haben wir noch einen fast erhaltenen Stall, in dem sich noch der komplette Boden voll mit Heu befindet. Okay, was haben wir hier noch für einen Raum? Scheint man irgendwie Vögel gehalten zu haben. Wahrscheinlich hat man diese gerettet, hier neu aufgezogen und dann wieder in die Freiheit gelassen. So scheint das hier auf jeden Fall auszusehen, wie so eine kleine Tierrettungsstation. Unten noch mit so ein paar Mittelchen, womit man halt Tiere aufpäppeln konnte. Jetzt geht es langsam von uns zurück, vorne in den alten Wohnbereich. Vor Ort habe ich hier noch diese selbstgebaute Werkbank gesehen, mit den Fässern darunter, oben drüber einfach so ein altes Holz. Dann hier diese wunderschönen alten Holzklötzchen oder auch Schuhe, beziehungsweise hier vorne noch so alte Dockerboots. Ja, ist schon, was hier halt einfach wieder alles zurückgelassen wurde. Ich muss es halt immer wieder sagen, also es fasziniert mich immer wieder aufs Neue, wie viel tatsächlich einfach zurückgelassen wird. Und da man schon so viel über dieses Gebäude gehört hat, auch mit den Diskrepanzen, mit den Nachbarn, wo man hier echt aufpassen muss, dann auch die Fahrzeuge da hinten. Puh, ich bin sprachlos und froh, selber endlich mal hier zu sein. Für uns geht es jetzt ins eigentliche Wohnhaus. Scheinen wir in den ehemaligen Eingangsbereich zu kommen, beziehungsweise Aufenthaltsraum vielleicht sogar. Und direkt übergreifend nehmen wir hier die nächsten Sneaker mit. Schaut euch mal diesen urigen alten Schrank an. Wie schön da auch noch die Töpfe reingehangen sind, beziehungsweise die Schalen. Ich bin sprachlos. Da hier eine Tür, da steht Kontor. Wofür stand das damals? Kommen wir auf jeden Fall in einen Raum, in ein Büro. Puh, ich bin sprachlos. Wir haben jetzt noch einen kleinen Sitzbereich. Wahrscheinlich hat man sich hier um Vertragliches gekümmert, was den Hof betrifft. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Direkt hinter dem Busch befindet sich der direkte Nachbar. Wir müssen echt, echt aufpassen. Ich habe es schon mal gesagt, aber jetzt zeige ich es euch nochmal. Hier auch private Fotos an der Wand. Vielleicht die Dame, die hier gelebt hat. Und hier oben ist dieselbe Frau tatsächlich nochmal in dem Garten, wo wir quasi reingekommen sind. Hier haben wir auch die ersten Unterlagen, die darauf hinweisen, dass das Ganze hier 2005 verlassen wurde. Wieder raus aus dem Büro. Scheinen wir hier die nächsten privaten Bilder zu haben. Unter anderem ein Hochzeitsbild vom 1. Juli 1989. Dort hinten der Schrank, in dem sich auch nochmal Öle und Werkstoffmaterialien befinden. Zur anderen Seite haben wir halt diese wunderschöne Sitzecke mit dem Kamin, wo man sich dann abends mit Freunden, Verwandten und Bekannten hinsetzen konnte und einen gemütlichen Abend hatte. Wahrscheinlich immer mal wieder das ein oder andere Schlückchen Wein dabei. Ich bin auch von diesem Kamin einfach fasziniert. Dann hier noch diese Riesentruhe. Und wie schön eingewachsen das Ganze hier einfach schon ist. Hier haben wir sogar noch ein altes Bild von Friedrich Wilhelm, dem König von Preußen. Geht es hier die Treppe in den nächsten Bereich hoch. Viele kennen diesen Teppich aus anderen Videos. Man hat jahrelang gedacht, hier sei die Frau, die zuletzt gelebt hat, umgekommen. Aber das scheint tatsächlich nicht so gewesen zu sein. Und dieser Teppich ist einfach mit den letzten Jahren vergammelt durch Feuchtigkeit. Schaut euch mal diese riesen Garderobe an hier in diesem Anwesen. Schön hier vorne noch, das Sakko hängt. Daneben so ein alter Mantel von der Dame. Hier steht noch so ein alter Tisch. Da kommen wir hier in das alte Bad. Ja, das hier direkt die Dusche auf. Schön mit diesen Mosaiksteinen sind das, glaube ich, oder Glasbausteine. Direkt daneben das Waschbecken und die alte Wanne. Und hier sieht eigentlich alles noch relativ gut erhalten aus. Bis auf dieser Spiegel, wo sich wieder jeder drauf verewigen musste. Hier auf dem Boden ist auch noch so eine kleine Handwaschmaschine, die dann halt über eine Kurbel betrieben wurde. Und da konnte man da einzelne Stücke drin waschen. Der Schrank hier an der Wand ist auch noch komplett eingerichtet. Hier liegt noch Unterwäsche der Dame. Was haben wir hier?
noch so Haarklemmen. Oh, Klopapier haben wir auch noch hier. Wir schauen jetzt einfach mal, ob die alte Waage hier noch funktioniert. Ja, so ungefähr passt sie noch. Ja, plus minus. Ich sag, die lügt. Ich muss wirklich sagen, sie lügt. Sie zeigt mir 6 Kilo mehr an als meine Waage zu Hause. Er wird wahrscheinlich mit der Zeit ein bisschen verzogen sein. Aber für uns geht's jetzt weiter. Haben wir hier jetzt so den Blick nochmal auf den kompletten Eingangsbereich. Ich meine, der Blick aus dem Eingangsbereich rüber. Wie schön verwachsen das hier alles ist. Und hier kommen wir dann. Das ehemalige Schlafzimmer der Matratze hier. Oder ein weiterer Aufenthaltsraum einfach. Zur linken Seite noch so einen komplett alten Aktenschrank, der durch diese ganze Feuchtigkeit schon langsam anfing zu gammeln. Wir müssen echt aufpassen. Hier sieht man quasi an allen Möbeln, wie der Zahn der Zeit daran nagt. Dann halt hier dieser gedeckte Tisch, wo man sich mit Freunden hinsetzen konnte, um dann Tee oder Kaffee zu genießen. Hier noch so einen Sekretär, wo halt einiges reingelegt werden konnte an Papieren. Und daneben, ich weiß auch nicht, wer sich so einen Spaß erlauben will, wurde einfach ein Fuchspelz auf ein Kissen gelegt. Alter Schwede, ich sag euch, im ersten Moment habe ich mich mehr als erschrocken. Das ist hier weiter in den nächsten Raum. Auch hier liegt wieder eine Matratze auf dem Boden. Und das hier scheint das Ankleidezimmer gewesen zu sein. Das ist eine komplette Schrankwand und drin der Stuhl. So schön noch das alte Kleid der Dame, die hier gelebt hat. Doch in dem Schrank haben wir noch Hosen und Röcke. Das zieht sich halt komplett durch alle Schränke. So Freunde, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, die ich hier gerade habe und erzähle euch mal ein bisschen was über diese Location. Diese Location scheint 2005 verlassen worden zu sein. Nach den ersten Videos, die man gesehen hat, ging man erst davon aus, dass die gute Dame hier auf dem Teppich, den ihr mittlerweile gesehen habt, verstorben sein soll, man sie erst Tage später gefunden hat. Dem ist mittlerweile nicht mehr so. Die Dame scheint einfach wie ihre Kinder ausgewandert zu sein. Die Familie ist nach Amerika gegangen und sie scheint hinterhergezogen zu sein, hat aber einfach ihr Hab und Gut hier so dastehen lassen, wie wir es heute vorfinden, beziehungsweise vor einigen Jahren noch schöner vorgefunden wurde. Der leichte Vandalismus hat hier natürlich zugeschlagen, aber im Gegensatz zu anderen Location ist es hier so, dass einfach eine 10 von 10 ist, muss man tatsächlich sagen. Das, was noch kommt, sehen wir gleich gemeinsam. Wir müssen uns auch gleich erstmal erkundigen, wie es dann im oberen Bereich aussieht, ob wir da noch hingehen können. Viele kennen die berüchtigte Overnight von Tim Hamel und Leon TV. Die Stefan und Robin von Urbex Adventure quasi sensationell gecrashed haben. Weiter geht's. Kommen wir in den nächsten Bereich. Auch schon wieder ein Schreibtisch. Auch so ein Sessel, so ein Aufenthaltsbereich. Das erste, was mir auffällt, ist dieser Taschenkalender von 1929. Und dann hier vor Kopf dieser komplette Einbauschrank, der sich über die ganze Wand zieht. Das habe ich auch echt selten gesehen, so ein Einbaustück, muss ich tatsächlich sagen. Ja, mein Bild hier scheint wahrscheinlich der Sohn der Dame, die hier zuletzt gelebt hat, mit seinen Kindern zu sein. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Dame sich dann letztendlich dafür entschieden hat, zu ihrer Familie zu gehen. Sie scheint auch generell ein familiärer Mensch gewesen zu sein. Hier stehen überall Bilder, auch alte Schwarz-Weiß-Bilder. Wahrscheinlich von den eigenen Eltern, von den eigenen Kindern, von sich selber mit den Eltern. Dann hier dieser Sessel, wo sie dann wahrscheinlich immer abends Briefe von der Familie gelesen hat, bevor sie dann tatsächlich selber 2005 zur Familie rübergewandert ist. Hier ist aber noch ein interessantes Buch. Helmut Kohl, mein Tagebuch. 1998 bis 2000. Ich muss es tatsächlich gestehen, ich kannte dieses Buch über Helmut Kohl tatsächlich nicht. Kanntet ihr das? Wenn ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. Die Dame hier scheint auch sehr auf klassische Musik gestanden zu haben. Wir haben einen kompletten Band, Wolfgang Amadeus Mozart. Alles mit Noten in dieser Tasche. Und das zieht sich tatsächlich hier weiter. Ist auch alles voller Notenblätter von G.F. Händel. Das sagt mir tatsächlich nichts. Aber das 23. Concerti Grossi scheint von Italiener gewesen zu sein. Oder? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann hier diese ganzen alten Schallplatten auf dem Boden. Jean-Claude Borelli. Kenne ich alle tatsächlich gar nicht, die hier so rumliegen. Dann halt hier, um nochmal auf die Sitzecke aufzugreifen. Und hier kann man sich echt gut ausgehalten. Dann geht es hier durch diese riesige Schiebetür in den nächsten Raum für uns. Hier haben wir wieder so einen großen Esstisch.
Daneben ist so ein Sideboard. Auf diesem Sideboard dieses Hasenbild. Der Tisch hier noch leicht gedeckt, aber nicht so wie die anderen. Steht einfach alles kreuz und quer. Die haben ein Buch bzw. ein Heft, wo jemand das Schreiben gelernt hat. So wie wir damals wahrscheinlich in der Grundschule auch hatten. Das Ganze ist aus Februar 1981. Schon eine lange Zeit her. Schauen wir uns mal hier diesen Schrank an. Ist doch komplett mit Porzellan eingerichtet. Hier oben hinter den Glastüren noch die Tassen, die nicht zerstört wurden. Dann hier die Gläser. Hier könnte man ein bisschen Staub wischen und dann könnte es weitergehen. Schön die Schüsseln. Aber das nenne ich mal wirklich ein Fund, der wirklich spektakulär ist. Klar wurde auch immer ein bisschen was zerstört. Hier sieht man halt auch, wie sich der Teppich auflöst, wo wir drauf laufen. Aber der Teppich ist quasi gar nicht mehr vorhanden. Der hat sich hier komplett aufgelöst. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich kann das einfach so hin und her schieben. Und dann, was soll ich großartig zu dieser Sitzecke sagen? Mit dem schönen Lampenschirm dahinter, mit der Lampe. Dann zieht sich das Ganze hier einmal so rum in so einer kleinen Vorwölbung. Man hat hier einen kleinen Sitzbereich, den ich wunderschön finde. Wenn wir dann nochmal so einen Schritt zurückgehen, dann halt auf diesen Bereich schauen. Das ist einfach grandios. Und während man dann dort gesessen hat, konnte zur anderen Seite der Herr, die Dame oder wer auch immer am Klavier spielen. Dann schauen wir doch mal, ob das noch spielt. Okay, es spielt auf jeden Fall noch. Ich war derjenige, der gesagt hat, wir müssen aufpassen, der direkte Nachbar. Da kommt da so ein lauter Ton bei rum. Puh, ja, ich glaube, wir werden mal schnell weiterziehen. Ich kenne mich ja gar nicht mit so Klavieren aus. Aber hier, diese Mechanik einfach, mit diesem Flügel, wie das Ganze damals einfach gebaut wurde. Aber auch hier, wir sehen es, nagt der Zahn der Zeit dran. Das ganze Gerät fängt einfach an zu schimmeln und zu rosten. Wir sind jetzt tatsächlich erstmal wieder im Flur. Schauen mal, ob wir noch in den oberen Bereich gelangen. Vielleicht könnte es klappen, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich traue halt nach so vielen Jahren nicht allen Treppen, muss ich tatsächlich sagen. Aber das probieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Bevor es aber nach oben geht, hätten wir hier auch noch einen Keller, wie ihr es vielleicht schon sehen könnt. Steht dieser leider unter Wasser. Aber hier möchte ich mich jetzt nicht durchkämpfen. Wagen wir uns mal vorsichtig nach oben. Es wird dunkel, Leute. Hier im oberen Bereich angekommen, seht ihr, hier steht noch eine Tischtennisplatte. Hier sind ein paar Schränke, aber mehr ist hier auch tatsächlich nicht. Und zur anderen Seite, ja, da ist diese ominöse Treppe zum Dachboden. Wie komme ich hier auf ominöse Treppe? Auf diesem Dachboden haben Leon und Tim Hamel gepennt und wurden ja von den Drogenschmugglern Robin und Stefan überrascht. Aber da gehen wir tatsächlich nicht mehr hin. Habe ich hier noch einen Raum? Hier scheint auch so ein weiterer Aufenthaltsraum zu sein, oder gewesen zu sein. Hier ist noch alles voller Unterlagen. Aber der Boden hier, Leute, ich sag's euch, ich möchte echt nicht weitergehen, wo es mich echt reizt. Ich kann euch auch gar nicht sagen, was das für Unterlagen sind. Auf jeden Fall nicht Deutsch. Alles Englisch. Warte mal. Hier hat jemand Star Trek Voyager 9 Days ein eigenes Buch geschrieben, ein eigenes Skript vom 21.11.2001. Bitte was? Hat hier jemand versucht, Drehbücher zu schreiben? Das ist ja mal echt geil. Okay, das führt auch tatsächlich zur anderen Seite hier. Die ganzen aufgenommenen Kassetten erklären. Mesh 21, Mesh 5, Mesh 17. Ich glaube, hier hat auch jemand nebenbei versucht, eigene Filme zu drehen. Daneben dann hier die ganzen alten, bekannten Filme. Dann schauen wir hier nochmal schnell durch, was hier denn so gelebt hat. Okay, Mr. Teddy mit seinem Telefon auf jeden Fall. Dann war hier wohl so ein kleines, nachgerüstetes Bad. Eine Dusche, hier überall alles mit so Trennwände, auch interessant. Und dann scheint sich hier wohl mal jemand niedergelassen zu haben. Okay, das scheint hier so eine kleine Anliegerwohnung gewesen zu sein. Ja, durch dieses Bettchen hier
und ich nicht sehen kann, was da vorne ist, werden wir schnell wieder verschwinden. Raus wieder. Überall diese gelben Türen und die gelben Wände. Das ist so eine Farbe, ey. Katastrophe. Ja, Freunde, ich will mich ja, wie gesagt, hier oben nicht lange aufhalten. Wir machen uns langsam auf den Weg nach unten. Ich möchte nicht wissen, wer da vorne tatsächlich geschlafen hat in dem Raum. Ihr merkt schon, mein Puls alleine schon, weil ich diese Matratze dort gesehen habe, ist eine Katastrophe. Wir werden uns jetzt hier, wie gesagt, nach unten verabschieden und dann... Stefan, ja! Was ist los? Fuck, Leute, da kommt jemand. Nimm schon meine Kamera. Nimm schon. Alter, da war es eine Action hier. Schnell hier weg. Oh, Alter. Was war da? Fuck it, Alter. Stefan hat da gerade jemanden gesehen. Es tut mir leid, wie gerade die Qualität ist. Wir müssen jetzt einfach mal ganz schnell vom Gelände verschwinden. Fuck it, Alter. Fuck it. Kurze entspannte Zeit. Ein bisschen weg von der Location. Stefan ist auch da. Stefan, was passiert? Keine Ahnung, da war irgendeiner. Okay, auf jeden Fall. Endlich mal wieder Puls hier auf dem Lost Place. Ja, das ist nicht normal. Irgendwie geil. Ja, aber ne. Aufregend, aufregend. Nichts wie weg hier. Ja, Freunde, sind wir tief mitten im Wald. Haben uns kurz einmal beruhigt. Was gibt's zu dieser Location großartig zu sagen? Eine wirklich interessante Location. Mit vielen, vielen, vielen Details. Wir konnten gar nicht alle mitnehmen, weil irgendwann hat auch mal jedes Video ein Ende. Ich habe versucht, die wichtigsten Details für euch mitzunehmen. Alleine die Autos da drin. Nur leider schade, was mit diesen schon passiert ist. Dann der Flügel, beziehungsweise das Klavier, was wir dort vorgefunden haben. Diese ganzen Büroräume mit diesen Sitzen. Ja, und am Ende die Frage, was ist richtig? Ist die Dame seit 2005 zu ihrer Familie ausgewandert? Oder ist die Theorie, wie sie viele andere haben, dass sie wirklich auf dem Teppich, den wir dort vorgefunden haben, in diesem Riesenflur, verstorben. Das ist die Frage, die uns für immer bleibt. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Euer Valu Adventure.